Hallo und herzliche Grüße aus Schweden. Ja, heute habe ich mal wieder ein Experiment vor, denn ich habe was Skurriles gelesen und möchte das unbedingt ausprobieren. Und wenn ihr auch wissen wollt, was diese Banane mit roten Tomaten zu tun hat, dann bleibt dran. Ja, dieses Jahr ist es irgendwie noch schwieriger, Gemüse in Schweden anzubauen als die letzten Jahre, weil es doch entsprechend deutlich kälter ist als sonst. Also wir haben jetzt August und wir haben so in der Nacht schon im Schnitt 10, 12 Grad und auch tagsüber maximal so 17, 18 Grad, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ob meine Tomaten denn irgendwann nochmal rot werden. Und deswegen kam mir es sehr gelegen, als ich hörte, dass man einfach eine Bananenschale auf die Tomatenpflanzen positionieren soll. Und nach 2, 3 Tagen würden diese rot werden. Das werde ich natürlich umgehend ausprobieren, weil wer möchte nicht jetzt schon diese leckeren Tomaten essen können? Ich bin da tatsächlich ehrlich gesagt etwas skeptisch, aber ich werde euch die nächsten Tage den Verlauf zeigen. So, heute ist Tag 2 von meinem Bananenschalenexperiment. Ich bin ja immer noch skeptisch, aber auch ein bisschen neugierig. Gucken wir mal, wie es heute aussieht. Ja, also da unten liegt ja immer noch die Bananenschale. Ja, da hängt auch noch eine. Aber was Rotes kann ich hier leider nicht entdecken. Ja, ich habe noch eine zweite gemacht. Die habe ich hier. Da kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Ja, auch da keine roten Tomaten. Aber schaut mal da. Hier hängt jetzt eine kleine dran. Natürlich die Frage, ob die nicht sowieso jetzt gerade rot geworden wäre. Ja, ich werde weiter berichten. So, guten Morgen. Heute ist Tag 3 meines Bananenschalenexperimentes. Und ich guck mal nach, wie es heute ausschaut. So, das sind die Tomaten mit der einen Bananenschale. Da sehe ich immer noch nichts Rotes. Und dann gehen wir mal zu der anderen. Hängen die anderen Bananenschalen. So, wie man sieht, auch hier nicht zu erkennen. Oder doch, Moment, da sieht's aus. Seht ihr das? Da wird langsam eine Tomate rot. Okay, das heißt, ich werde doch noch mal ein paar Tage verlängern und noch mal schauen. So, heute ist Tag 4 meines Bananenschalenexperimentes, wie man an dieser Pflanze unschwer erkennen kann. Ist weiter nichts passiert. Und bei der anderen gibt es tatsächlich jetzt schon zwei, die langsam, aber sicher rot werden. Ah ja. Die anderen sind aber immer noch grün. So, ich habe jetzt ein paar Tage Pause gehabt. Es ist jetzt der 9. Tag, seitdem ich die Eierschalen, die Bananenschalen ausgelegt habe. Und siehe da, es hängen rote Tomaten dran.
sind die Schalen hingefallen. Die sind dann runter. Aber zumindest bei der Pflanze scheint es zu funktionieren. Die daneben zeigt sich ziemlich unbeeindruckt. Gucken wir mal bei der anderen. So, hier habe ich ja die Bananenschalen bei der großen. Und auch da sieht man, dass sich jetzt die erste Tomate beginnt, rot zu verfärben. Die anderen eher nicht. Und auch bei der Nachbarpflanze ist auch noch nichts zu sehen. Ich zeige nochmal zum Vergleich meine anderen Tomatenpflanzen, die hier im Gewächshaus stehen. Da ist auch noch gar nichts rot. Ja, die hier zum Beispiel. Ja, ihr seht, die anderen Tomaten hier im Gewächshaus sind alle noch grün. Ich bin nach wie vor immer noch ein bisschen skeptisch, aber es scheint ja wirklich zu funktionieren, denn das sind jetzt die einzigen Pflanzen, die wirklich begonnen haben, wo die Tomaten begonnen haben, sich rot zu färben. Also kann man schon behaupten, dass Bananenschalen das Rotwerden beschleunigen. Aber das ist halt nur jetzt mein Test gewesen. Vielleicht hat das jemand von euch schon getestet und kann mir das mal in den Kommentaren schreiben, was ihr für Erfahrungen damit gesammelt habt.